Hier sind die Ems TV News. Herzlich willkommen zu den Nachrichten am Dienstag, den 17. September. Wir starten mit den Blaulichtmeldungen. In Haselünne ist gestern Morgen ein 58-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden, als er auf der B402 aus Richtung Fürstenau kommend von der Straße abkam. Der Mann hatte versucht zu überholen, geriet jedoch beim Einscheren in die Berme. Beim daraus resultierenden Sturz verletzte er sich lebensgefährlich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Montagnachmittag ist die Feuerwehr in der Samtgemeinde Längerich zu einem Küchenbrand alarmiert worden. Rund 40 Einsatzkräfte mussten ausrücken. An der Längericher Straße in Gersten hat am Nachmittag offenbar ein Bewohner dieses Hauses vergessen, dass der Herd noch an ist. Gegenstände, die darauf standen, entwickelten Rauch, sodass die Feuerwehr alarmiert werden musste. Wir sind unter Atemschutz vorgegangen, haben den Brandherd erstmal durch eine Wärmebildkamera ausfindig gemacht und haben dann Stück für Stück, es reichte aus, dass wir die Sachen dann dementsprechend entsorgen, ablöschen und entsorgen. Hier war eine verletzte Person, und zwar ist das ein Kind der Anwohner. Mit einer Rauchvergiftung wurde durch den Rettungswagen direkt versorgt, der auch gleich mit uns mit alarmiert worden ist und jetzt sich in ärztlicher Behandlung befindet. Vor Ort waren die Feuerwehren Barwinkel, Gersten und Längerich mit etwa 40 Einsatzkräften. Ein weiterer schwerer Unfall ist bereits am Samstag auf der Löninger Straße in Läden passiert. Dort ist ein 19-Jähriger gegen 5 Uhr morgens in Richtung Finnen unterwegs gewesen, als er von der Straße abkam und gegen einen Telefonmast prallte. Warum, ist bislang unklar. Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zeugen und mögliche weitere Unfallbeteiligte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05931 9490 bei der Polizei in Meppen zu melden. Beim 5. Drachenboot-Cup in Rhede wurde der Ems Altarm zum Schauplatz von packenden Wettkämpfen und bewegenden Momenten. Warum dieser Tag für die Teilnehmer und die Region so besonders ist und welche Erinnerungen geweckt wurden, erfahren Sie jetzt. Prost, Prost, Prösterchen, den feinen Sonnenschein. Prost, Prost, Prösterchen, hinein, hinein, hinein. Ausgelassene Stimmung beim 5. Drachenbootrennen in Rhede. Angefangen mit nur 8 Mannschaften sind es in diesem Jahr bereits 21, die auf dem Ems-Altarm um die Wette paddeln. Ein neuer Rekord, der auch einen der Urväter dieser Veranstaltung überwältigt. Es fühlt sich bombastisch an. Wir sind mächtig stolz auf das, was wir hier erreicht haben. Im Wesentlichen ging es uns von Anfang an immer um diesen schönen Ort, um den Rheder Ems-Altarm, auf den wir so stolz sind, dass wir den mitten im Ort haben. Straßenmannschaften, Freizeitclubs, Firmen- und Thekenmannschaften, sie alle waren dabei. Schon Wochen vor dem Rennen waren die Startplätze ausgebucht. Zu Besuch waren auch die polnischen Freunde der Partnergemeinde Litzbawa-Minski. Gemeinsam mit Bürgermeister Jens Willerding kamen die Gäste nicht drum herum, dem Wassersport auf den Zahn zu fühlen. Ich saß heute tatsächlich zum ersten Mal in einem Drachenboot. Ein super Gefühl, muss ich sagen. Sehr wackelig. Wir waren ja auch alle unerfahren, die dort im Boot saßen. Ich bin trocken geblieben, das ist das Bemerkenswerte. Und was ich wirklich bemerkenswert fand, wie anstrengend das ist. A, anstrengend im Takt zu rudern, aber auch, wie sehr das in die Muskeln geht, das hätte ich so nicht erwartet. Meinte Jens Willerding natürlich. Für das Jubiläum konnte eine besondere Persönlichkeit als Schirmherr gewonnen werden. Hermann Bröhring, der ehemalige Landrat des Emslandes und echter Reher Jung. Bröhring ist eng mit der Geschichte des Ems-Altarms verbunden und hat an diesem Ort seine Kindheit verbracht. Manchmal zum Schrecken meiner Eltern, weil wir natürlich mit dem Boot gefahren sind, obwohl wir das nicht erlaubt bekommen haben. Im Winter sind wir hier auf der alten Ems Schlittschuh gefahren, Nachmittage, wochenlang. Es war fantastisch. Und insofern ist das für mich eine tolle Kindheitserinnerung. Ich finde gut und sehr schön, dass man jetzt zum 5. Mal das Drachenbootrennen auf diesem Altarm durchführt. Es ist eine Bereicherung für Rhede, aber auch für den nördlichen Teil des Landkreises Emsland.
Rund 40 Ehrenamtliche haben das immer größer werdende Event auf die Beine gestellt. Die Idee? Dem Ems-Altarm aufblühen lassen. Hier soll in Zukunft ein lebendiger Treffpunkt entstehen, an dem Kultur, Sport und Begegnungen zusammenfinden. Wir möchten ihn jetzt in den nächsten Jahren wieder so rekonstruieren, dass man erkennt, dass es mal ein blühender Handelshafen hier war. Mit einer Kranbahn, mit einem Schiff, was hier vor Anker liegt. Und die ganze Gemeinde, die soll da was von haben. Wir wollen damit ein Zeichen setzen für ein historisches Rede mit sehr viel Geschichte. Ob es das anstrengende Paddeln oder die stolzen Erinnerungen an den alten Hafen sind. Eines ist sicher. Die Räder halten zusammen, um ihren Ems-Altarm wieder erblühen zu lassen. Und wenn die Vision von Günther Terfer wahr wird, wird dieser Ort noch lange ein lebendiger Treffpunkt bleiben. Der Rädermarkt zieht Jahr für Jahr Besucher aus nah und fern in die kleine Einheitsgemeinde, wie wir gerade gesehen haben. Wer nach dem spaßigen Wochenende noch Luft hatte, konnte sein Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen. Meine Kollegin Marie Lipinski war gestern Morgen für Sie unterwegs und hat sich auf dem Räder-, Vieh- und Pferdemarkt umgeschaut. Die Sonne scheint, die Menschen tummeln sich auf dem Rasen und jede Menge Tiere sind auch vor Ort. Das kann nur eines bedeuten. Der Rädermarkt öffnet wieder seine Tore. Am Montagmorgen ist die Stimmung in der Einheitsgemeinde auf dem Höhepunkt, als die traditionelle Veranstaltung in die nächste Runde geht. Die Brüder Lukas und Hans Wiemker sind jedes Jahr dabei. Das ist alte Tradition. Wir sind seit über 35 Jahren hier auf dem Rädermarkt. Wir hatten früher eine reine Hobbyzucht, einfach Schafe. Und wir kannten das von früher, von Kind auf her, von unseren Eltern her zum Rädermarkt. Und da haben wir dann... Da waren wir 16, 17, da haben wir unser erstes Schaf mal bekommen von unseren Eltern. Und seitdem haben wir gesagt, wollen wir zum Rädermarkt. Dabei geht es ihnen nicht um die Tradition allein. Es geht uns nicht um das Schafe verkaufen, sondern es geht um uns darum, so, wir kennen viele Leute und der Strohballen. Eben auf dem Strohballen sitzen, das ist einfach Tradition. Eben Glas Bier trinken, unterhalten, ob die jetzt 16 sind oder 50 sind oder 87 sind, das ist egal, die Tradition ist immer schön. Das sehen auch die vielen anderen Besucher so. Es wird gehandelt, geklönt und gemeinsam das ein oder andere Bier getrunken. Zwischen den Besuchern aus nah und fern sticht eine Gruppe besonders hervor, die Herolde. Früher gab es keine Zeitung oder die wenigsten Leute konnten lesen. Und wir Herolde waren früher dafür zuständig, dass wir halt irgendwas verkündet haben, damit die Leute auch aufmerksam wurden. Gute und schlechte Nachrichten. Wir sind aber nur für die guten Nachrichten. Wir sind so dafür da, dass wir so eine kulturelle Geschichte nach wie vor am Leben erhalten. Und ist für uns Spaß. Heutzutage eröffnen die Herolde meist Märkte. Manchmal genießen sie aber auch nur das bunte Treiben. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird oftmals innerhalb der Familie weitergegeben. Immer mehr Besucher strömen auf das Gelände des Marktes. Schafe, Kühe, Pferde, Alpakas. Allerlei Tiere werden zum Handel angeboten. An zusätzlichen Ständen können beispielsweise Reitutensilien oder handgefertigte Waren gekauft werden. Viele Menschen kommen jedes Jahr nur für den Rädermarkt in die Ortschaft. Das hier ist noch so schön dörflich gehalten und das hat so einen besonderen Charme. Es ist immer wieder ein Anziehungspunkt für die jungen Leute, die mal weggezogen sind wegen Studium oder wegen arbeitsbedingten Sachen. Und die kommen immer wieder an so einem Punkt und treffen sich. Und das ist das Tolle. Und ich liebe es. Zurück zu den Wiemker-Brüdern. Die konnten inzwischen einige ihrer Schafe verkaufen und sind kurz vor Ende der Veranstaltung sehr zufrieden mit dem diesjährigen Markt. Wir sind alteingesessene Räder. Wir haben Rädermarkt schon gut gefeiert, gestern und heute. Wenn das Wetter schlecht ist, sind die Leute nicht so gut drauf. Und wenn es gutes Wetter ist, so wie heute, Kaiserwetter, ja, kann man nichts anderes erwarten. Die Leute sind alle gut zufrieden und dann kommen die Leute auch. Mit dem Räder-, Pferde- und Viehmarkt endet nicht nur ein Tag des Handels, sondern einer voller Tradition, der die Verbundenheit zwischen Mensch, Tier und der Region lebendig hält.
Alle 3 Jahre lädt der NFV alle Fußballvereine des Kreises Emsland zum Kreisfußballtag. Gestern Abend war es wieder soweit, dieses Mal mit einer Podiumsdiskussion und mit prominenten Gästen. Welche das waren, weiß mein Kollege Florian Keller. Ein Ball verbindet. Fußball ist die beliebteste Sportart in Deutschland, auch im Emsland. Dort gibt es eine Menge Fußballvereine über den gesamten Kreis verteilt. Diese sind alle über den Niedersächsischen Fußballverband organisiert. Dort gibt es eine extra Sparte fürs Emsland. Am gestrigen Kreisfußballtag wurden unter anderem die Vorsitzenden des Niedersächsischen Fußballverbandes neu gewählt. Der Posten des Vorsitzenden ging erneut an Heinz-Gerd Evers. Er geht mit 100% der Stimmen in die nächste Amtszeit. Ja, natürlich freue ich mich sehr, wenn man zur Wiederwahl antritt. Dann freut man sich natürlich, wenn man so ein überwältigendes Votum bekommt, wie ich es heute gekriegt habe, auch. Und das gehört zur Wahrheit dazu, wenn kein Gegenkandidat da war. Aber das bestätigt mich in meiner Arbeit, aber nicht nur in meiner Arbeit, sondern auch in die Arbeit, die meine Kolleginnen und Kollegen von den Vorständen und Ausschüssen geleistet haben in den vergangenen 3 Jahren. Das Highlight des Abends war die Podiumsdiskussion mit prominenten Gästen aus dem Fußball. Das Thema der Diskussion war Schiedsrichterwesen und Frauenfußball. Dazu hatte der NFV die sportliche Leiterin der SV Meppen Frauen Maria Reisinger und Bundesliga-Schiedsrichter Frank Willenborg eingeladen. Willenborg kam mit einer ganz wichtigen Botschaft nach Haaren. Also auf jeden Fall brauchen wir viel Respekt gegenüber den Schiedsrichtern, vor allen Dingen den jungen Schiedsrichtern. Es gibt zwar viele, die das Hobby ergreifen, Schiedsrichterei, aber auch viele, die nach einem Jahr wieder abspringen, und zwar fast die Hälfte. Und da geht es auch um Respekt. Da wäre es natürlich toll, und das wird hier auch gemacht, dass ein Patenprojekt stattfindet, dass jemand mitfährt bei den ersten Einsätzen und dass man insgesamt diesem Schiedsrichterjob mehr Respekt gegenüberbringt. Heinz-Gerd Evers und Tobias Dankert, Vorsitzender der Schiedsrichtervereinigung Emsland, waren ebenfalls bei der Podiumsdiskussion dabei. Evers betonte beim Kreisfußballtag die Bedeutung des Fußballs im Emsland. Ich glaube, allein die Tatsache, dass über 54.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Fußballvereinen engagiert sind und Fußball spielen, sagt schon viel über die Bedeutung des Fußballs im Emsland aus. Wir sind der größte Fachverband des Kreissportbandes Emsland mit unseren Fußballerinnen und Fußballern. Fußball ist eine, wenn nicht die populärste Sportart. Und dadurch verbindet sie Menschen. Bis zum nächsten Kreisfußballtag in 3 Jahren möchte der NFV Kreis Emsland noch eine Menge tun. Im Frauenfußball und vor allem beim Schiedsrichterwesen. Gute Laune wurde die letzten 3 Tage in Esterwegen großgeschrieben. Denn auf dem traditionellen Herbstmarkt war, egal ob jung oder alt, für jeden was dabei. Und was genau, weiß meine Kollegin Marie Fasthoff. Montagmorgen, 10 Uhr. Normalerweise eine Zeit, in der die meisten im Büro sitzen und noch mit ihrem ersten Kaffee zu kämpfen haben. In Esterwegen sah das gestern etwas anders aus. Da wurde um die Zeit schon kräftig angestoßen. Ja, ich war bis 3 Uhr unterwegs und bin dann heute Morgen um 9 Uhr wieder hier gewesen. Und da war Patrick nicht der Einzige. Über 3 Tage hinweg feierten Besucher auf dem Festplatz beim Sportplatz in Esterwegen Tradition. Die Geschichte des Herbstmarktes begann nämlich schon vor über 800 Jahren. In einer so langen Zeit hat sich entsprechend viel verändert. Christoph Hündelmann, der Samtgemeinde Bürgermeister Nordhümmlings, empfindet es als wichtig, diese Traditionsveranstaltung zu pflegen. Man muss sich ja auch immer wieder kreative Ideen überlegen, um den Herbstmarkt attraktiv zu erhalten und weiter zu gestalten. Wir wollen ja auch Zukunft gestalten und vor allen Dingen ist dies ja eine Veranstaltung, die für die Gemeinschaft da ist, für den Zusammenhalt. Wir haben gerade in der Corona-Zeit erlebt, wenn das Zusammenleben in einer Gemeinde nicht so funktioniert, wie wir es gewohnt sind, dann ist die Gemeinde auch nicht so lebendig und wir wollen einfach erreichen, dass die Leute sich hier wohlfühlen. Und genau diesen Wohlfühlfaktor hat die Gemeinde mit einem bunten Programm für Jung und Alt geschaffen. Am Samstagabend stand ein Oktoberfest für die jüngere Generation auf dem Plan, während am Sonntag ein Seniorennachmittag veranstaltet wurde. So war neben vielen Fahrgeschäften, süßen Leckereien und einem Trödelmarkt für jeden etwas dabei.
Ja, was mir am besten gefällt, sehen wir auch auf jeden Fall hier im Hintergrund, das ist der Greifer. Habe jetzt gerade schon zwei Kuscheltiere herausgeholt. Eins für mich, eins für meine Kollegin. Das macht mir am meisten Spaß. Ich habe ehrlich gesagt bis auf die Theke noch nicht viel gesehen. Also natürlich die ganzen Bierbuden gefallen uns am besten und mir persönlich gefällt auch immer der Autoscooter ganz gut. Organisiert wurde das Fest von der Verwaltung der Samtgemeinde und dem Marktmeister Norbert Rosemar. Die Vorbereitungen fürs nächste Jahr laufen schon. Denn um den Markt weiterhin attraktiv zu gestalten, braucht es immer wieder aufs Neue kreative Ideen. Naja, ich bin Esterweger und für mich gehört das dazu. Man muss hier einfach hinkommen. Der Herbstmarkt in Esterwegen bleibt ein fester Bestandteil der Gesellschaft und zeigt, dass Traditionen weiterleben, wenn diese mit Herz gepflegt werden. War ja ganz schön viel los am Wochenende, da kommt ein ruhiger Feierabend gerade recht. Den wünsche ich Ihnen und uns jetzt. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.